Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen Rossmann-Haul gehen. Ich war spontan im Rossmann und habe so ein bisschen was eingekauft. Ein paar Neuheiten durften mit, ein paar Produkte, die ich schon länger mal testen wollte. Auch so ein paar Nachkaufprodukte. Und ich würde einfach sagen, ich starte mal direkt durch. Zu einem habe ich mir mal mitgenommen, das wollte ich einfach mal testen, von Procudent, diese Zahnseide-Sticks, Sensitiv-Zahnband für enge Zahnzwischenräume. Und ja, ich wollte die einfach mal ausprobieren, wie die so sind, ob ich mit denen zurechtkomme. Und hier sind 30 Stück drin, also wenn man das jeden Tag eben benutzt, dann hält das für einen Monat. Und wie gesagt, das sind dann eben so Zahnseide-Sticks. Da hat man hier halt dann so eine Öffnung, also ne, so ein Zipper, das kann man immer wieder verschließen. Und hier ist auch noch so ein Reiseetui mit bei, das heißt, wenn man da irgendwie was mitnehmen möchte, ein paar für in den Urlaub oder so, ist da auch was mit bei, damit die eben nicht dreckig werden, ne, von den anderen Sachen, die man mitnimmt. Und ja, das durfte einmal mit, wollte ich mal ausprobieren, wie die so sind. Dann habe ich mir von The Beauty Mask Company diese beiden neuen Haarmasken mitgenommen. Die haben mich sehr angesprochen. Und zwar sehen die so aus. Das ist eine tiefe Pflege-Haarmaske. Einmal die Variante Repair Boost, Intensivpflege und Feuchtigkeit für sprödes und strapaziertes Haar. Und dann gibt es noch die Radiant Gloss-Variante, Glanz und Kennbarkeit für stumpfes und widerspenstiges Haar. Die sollen beide für 2 bis 3 Anwendungen halten. Hier sind drin 30 Milliliter. Das heißt, für mich werden die wahrscheinlich so für 2 Anwendungen reichen. Und ich fand das halt ganz cool, weil man das halt auch wieder verschließen kann. Also man kann das hier einfach dann abschrauben und dann verkehrt rum wieder draufstecken. Das heißt, man hat dann auch eine verschlossene Packung in der Dusche stehen und nichts Offenes. Und wollte ich unbedingt ausprobieren. Kosten 2 Euro, wenn man dann wieder überlegt, okay, für 2 Anwendungen, dann kommt es wieder so ein bisschen aufs Gleiche raus, so eine Euro, ein Euro pro Anwendung. Aber die sollen ja ganz gut sein, deswegen wollte ich die unbedingt mal ausprobieren und ja, habe direkt beide eben mitgenommen. Also freue ich mich schon sehr zum Testen. Dann habe ich mitgenommen, ich war irgendwie auf der Suche nach einem neuen Haaröl und bin dann so ein bisschen in der Garnier-Ecke stehen geblieben und habe mich dann für das hier entschieden. Garnier Fructis Multi-Use Wunderöl. Das ist mit Fruchtölen und ist für stark geschädigtes Haar, 230 Grad Hitzeschutz. Ja, ich hatte ja jetzt das von Balea, dieses kleine. Dann hatte ich davor ja von Gliss-Kur, ich hatte eins von Inekto. Ich habe mich so ein bisschen durchgetestet und ich wollte jetzt einfach mal wieder was von Garnier testen. Ich bin gespannt. Ja, ich mag ja eher Haaröle, die so ein bisschen dicker sind von der Konsistenz her. Das ist jetzt wieder relativ flüssig. Aber ich wollte es ausprobieren und ich bin gespannt. Es sind 150 Milliliter enthalten, also auch eine große Größe. Werde ich definitiv austesten. Bin ich echt gespannt drauf. Ich hatte das früher eigentlich relativ oft und dann haben sie die Formulierung Verpackung umgestellt. Also ich glaube, in dem Fall nur die Formulierung, die Verpackung ist, meine ich, immer noch gleich. Und dann hat es mir eben nicht mehr so gut gefallen, aber jetzt probiere ich es nochmal. Und dann hat mich aber auch irgendwie angesprochen von Garnier Fructis Wunderöl Duo Effektpflege Milch und Serum Leave-In. Das ist jetzt hier mit Avocado, Kokosnuss und Olivenöl. Nährt, stärkt und verleiht Glanz für trockenes Haar. Das ist quasi so ein bisschen wie so eine, ja, Leave-In-Sprühspülung. Also man soll das aufsprühen und dann soll man eben besser durchkämmen können. Es soll die Haare glänzend machen und entwirren. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Ja, einmal das. Und dann habe ich mitgenommen, das war auch so ein Spontankauf, von Joann Lenne dieses Hitzeschutzspray. Ich habe mir ja überlegt, ob ich das mitnehme in meinen Neuheiten im Januar, meine ich. Habe ich gesagt, könnte sein, ich kaufe das. Ich habe dann eigentlich gesagt, nee, eher nicht, weil Joann Lenne Haarpflege 100 Milliliter sind halt auch nur drin. Ich habe ja sehr dicke und sehr lange Haare mittlerweile wieder. Und ich wusste halt nicht, okay, wie lange hält das mir? Lohnt sich das für den Preis? Ist ja nicht ganz so günstig. Aber ich habe es mir mitgenommen und zwar habe ich im Geschäft dran gerochen. Das ist, wie man hier sehen kann, mit Mangoduft. Und das hat mich dann irgendwie total interessiert und es riecht auch echt gut. Und was ich halt auch ganz interessant finde, das hat ja so eine cremige Konsistenz. Also das ist so milchig und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren mit Niacinamid-Eigenextrakt sowie pflanzlichem Keratin. Und wie gesagt, werde ich testen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann habe ich einmal entdeckt, das fand ich einfach so süß von der Verpackung her, diese Reinigungstücher 3 in 1. Ich verwende ja keine Reinigungstücher fürs Gesicht, aber die fand ich halt süß von der Verpackung. Da war ich so ein kleines Verpackungsopfer. Werde ich für irgendwas verwenden. Entweder für meine Finger oder so zum irgendwo mal drüber wischen. Fand ich einfach niedlich. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Dann wollte ich auch schon länger mal testen von Schäbens, diese Anti-Pickel-Patches. Trocknet Pickel schnell und effektiv aus mit Salicylsäure für unreine Haut. Das sind 12 Patches drin.
Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hatte ja bisher immer nur so die Eigenmarken, also Balea und Isana und auch mal die von Müller, meine ich. Aber ich bin gespannt, ob die teureren, sage ich mal, oder die Markenprodukte ein bisschen besser helfen oder schneller helfen oder anders wirken. Deswegen habe ich die zwei mitgenommen und bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Also da, falls ihr die schon getestet habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr da so für Erfahrungen damit gemacht habt. Dann hatte ich wieder Lust auf die Kaufmannshaut- und Kindercreme. Die verwende ich nur für die Lippen. Die ist ja super, also die ist richtig, richtig gut. Kann man natürlich auch für total trockene, wunde Stellen verwenden oder eben auch für Kinder, wenn man welche hat. Und das ist eben so eine weiße Creme. Hier ist jetzt noch so ein Schutz drauf. Die riecht aber richtig, richtig gut. Und ich finde, die pflegt halt auch richtig schön. Und gerade jetzt auf dem Winter mag ich die halt echt gerne, weil die halt nicht mit Wasser ist, sondern mit Vaseline. Und die schützt dann eben auch die Lippen ganz gut. Und deswegen durfte die eben einmal mit. Dann habe ich noch zwei Duschen mitgenommen, tatsächlich auch relativ spontan. Einmal von Kneipp, diese Aromapflegedusche Gute Laune, Maracuja und Grapefruit. Hatte ich irgendwie total Lust drauf. Zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht und ich weiß, dass ich den Duft super, super gerne mag. Das ist so ein richtig schöner, ja, schöner Sommer-Fruchtduft. So richtig wie so ein Fruchtcocktail. Und das finde ich halt wirklich genial. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Sind halt nur 200 Milliliter drin. Also ich persönlich finde, die Kneipp-Sachen gehen relativ schnell leer. Aber ich mag die gerne und gerade so für zwischendurch finde ich die eigentlich echt schön. Und dann habe ich noch eine Dusche mitgenommen von Joann Lenn. Und zwar ist das diese Cremeöl-Dusche mit Kakaobutter und Macadamia. Und das habe ich auch in meinen Neuheiten, ich meine auch im Januar gezeigt und habe ihm gesagt, dass ich das schon sehr interessant finde. Und ich habe dann eben auch hier dran gerochen. Es ist eine hautschonende Pflege, ist vegan, wie gesagt, eine Cremeöl-Dusche. Also soll auch so ein bisschen reichhaltiger sein. Und ja, hat mit Provitamin B5 ist es drin. Dann Kakaobutter. Extrakt, genau, pH-Hautideales, Duschgel, genau, dufte einfach mit und riecht, wie gesagt, sehr gut. Ja, ich finde, der Duft ist super. Richtig schön cremig nach Kakao, aber auch so ein bisschen süßlich-nussig nach Macadamia, also gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier sind jetzt 250 Milliliter drin, also ist ein bisschen eine größere Flasche. Ich bin gespannt, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie ergiebig die sein wird und ob ich da lange was von habe oder ob die relativ schnell leer geht und auch, ob die wirklich gut schäumt und säubert, weil es halt eben eine Cremeöldusche ist. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, werde ich euch spätestens in der Drogerie-Haul-Review, die Ende Februar online kommt, dann berichten, wie ich die Produkte so fand. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Und das war es halt auch schon wieder. Das waren alle Sachen, die ich bei Rossmann mitgenommen habe. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!